Stefan Kotré, AfD, stellt die nächste Frage. Herr Präsident, Frau Bundeskanzlerin, nun gibt es ja die Sanktionen der USA gegen die am Bau an Nord Stream 2 beteiligten Schiffe. Man kann mit Fug und Recht behaupten, wie es einige machen, das ist ein aggressiver Akt. Ich würde noch weitergehen, das könnte durchaus der Auftakt für einen Wirtschaftskrieg gegen uns, gegen unser Land, gegen unsere Stromversorgung und auch gegen die Stromversorgung der EU sein. Und Sie hatten ja vor anderthalb Jahren noch gesagt, das Thema Nord Stream 2 ist ein rein wirtschaftliches Projekt. Sie meinten damit auch, dass das keine Oberhoheit der EU ist. Nun ist die Bundesregierung umgefallen. Nun haben wir also die Umsetzung der dritten Gasmarktrichtlinie. Aber das alles hat die USA ja nicht besänftigt. Wir wissen alle, die USA wollen ihr eigenes Gas verkaufen. Demzufolge, die EU ist da eingeknickt auch, sind ja die Gasimporte aus den USA um 300% gestiegen. Und vor diesem Hintergrund, vor diesem Angriff, frage ich Sie ganz konkret, wie verteidigen Sie Ihr deutsche Interessen? Welche Gegenmaßnahmen ergreifen Sie? Werden Sie jetzt sagen, wir stoppen die Gasimporte aus den USA? Oder sagen Sie, wir wollen also auch die Einreisebeschränkungen haben, wie es die USA selber machen? Welche konkreten Gegenmaßnahmen planen Sie? Und ich hoffe, dass Sie da wirklich Gegenmaßnahmen planen und nicht nur Gespräche mit den USA, die ja letztendlich nichts gebracht haben. Also, es ging jetzt manches ein bisschen durcheinander. Das dritte Energiebinnenmarktpaket existiert. Es ist jetzt auf Binnengewässer ausgeweitet worden für zukünftige Projekte. Da ist auch Deutschland nicht umgefallen, sondern die Abstimmungslage in der Europäischen Union war, wie sie war. Wir haben glücklicherweise dann mit Frankreich einen Kompromiss gefunden, mit dem auch unsere Interessen abgedeckt sind. Der Kongress hat in der Tat diese Sanktionen beschlossen. Wir sind gegen exterritoriale Sanktionen, das auch nicht erst seit diesem Beschluss gestern, sondern auch im Blick auf den Iran haben wir dasselbe Problem zu gewärtigen. Und ich sehe auch keine andere Möglichkeit, als Gespräche zu führen, aber sehr entschiedene Gespräche, dass wir diese Praxis nicht billigen, dass diese exterritorialen Sanktionen wirken. Und jetzt werden wir sehen, wie die Sache mit Nord Stream weitergeht. Ich habe darauf hingewiesen, und das ist mir sehr wichtig, dass im Augenblick mit der Ukraine Gespräche geführt werden über einen Gasvertrag nach dem 31.12.2019, also sehr bald, dass diese Gespräche relativ hoffnungsvoll verlaufen und in diesem Zusammenhang sehr ungünstig wäre, wenn die Ukraine um die Transitgebühren käme, weil die Verhandlungen erschwert würden, weil wir an anderer Stelle hier diese Einstellung zu Nord Stream 2 haben. Danke sehr. Nachfrage? Ja, bitte. Nur sprechen reicht in meinen Augen nicht. Wir sind viel zu oft zurückgewichen. Und wenn man zurückweicht, dann nimmt der andere natürlich den Raum ein. So haben wir es auch hier gesehen, bei den USA, die jetzt doch wirklich diese Sanktionen durchführen. Sie selber haben sich bei NSA zum Beispiel, bei der Abhörgeschichte auch nicht gewehrt. Und wie lange wollen wir das so hinnehmen? Also ich kann zum Beispiel Leuten, die dann sagen, Deutschland handelt nicht mehr souverän, dem kann ich da nichts mehr entgegensetzen, wenn wir es einfach nur beim Palaver belassen und nicht mal drohen, dass wir Gegensanktionen zum Beispiel machen. Und die hatte ich eben auch erwähnt, die man sehr gern machen kann. Und dann kann man sich auch auf internationalem Parkett Gehör verschaffen. Aber wenn Sie nur zurückweichen, dann denke ich, ist das keine souveräne Reaktion von Deutschland. Wir sind weder bei NSA zurückgewichen, noch haben wir die Absicht, das hier zu tun. Danke sehr. Die nächste Frage stellt die Kollegin Dr. Wiebke Esther, SPD. Danke, Herr Präsident. Frau Bundeskanzlerin, nach Jahren der Blockade scheint jetzt auf europäischer Ebene eine Einigung oder eine Verständigung über eine Finanztransaktionssteuer zum Greifen nach. Unserer Auffassung nach ist das auch insbesondere dem unerwiderten Einsatz des